Kyrill von Jerusalem 444 nach Christus wies detaillierte allegorische Zusammenhänge zwischen der Zerstörung Jerichos und dem Niedergang des zweiten Jerusalemer Tempels nach. Josua, der Sohn Nuns, war in sehr vielen Dingen ein Typus Jesu. Am Jordan fing er an, das Volk zu leiten. Von dort aus begann auch Christus, das Evangelium zu predigen und Menschen zu taufen. Der Sohn Nuns, also Josua, erwählte 12 Männer, um das verheißene Erbe aufzuteilen. Jesus entsandte seine 12 Apostel in die Welt, damit sie seine Wahrheit proklamierten. Derjenige, der ein Typus war, Josua, rettete eine Hure namens Rahab, weil sie zum Glauben kam. Dementsprechend sagte der wahre Josua Jesus: Wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes. In der Zeit der Vorschattung zerbrachen die Mauern Jerichos infolge eines großen Kriegsgeschreis. Demgemäß fiel der jüdische Tempel, denn Jesus hatte diesen Untergang mit den Worten: Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird, angekündigt.